Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen, liebe Xbox- und Racing-Fans. Nachdem wir euch schon die neue CSL Elite Wheelbase von Fanatec vorgestellt haben, zeigen wir euch jetzt die neuen Pedale, die ebenfalls zeitgleich erscheinen. Sehen sehr, sehr wertig aus. Die komplette Konstruktion ist aus Metall. Sehr stabil alles. Wir haben hier eine Gummileiste eingelassen, damit man mit der Ferse nicht abrutscht. Ebenfalls Gummi hier auf den Pedalen. Wir haben da auch so eine Anti-Rutsch-Textur drauf. So ein bisschen wie Schmirgelpapier fühlt sich das an. Weiterhin, drehen wir das Ding mal ein bisschen ins Detail, haben wir auch die ganze Konstruktion von hinten aus Metall. Was ihr hier seht, ist die Luxusversion mit dem optionalen Load Cell Kit. In der normalen Auslieferungsvariante kommt das Pedalset mit zwei Pedalen. Die Kupplung ist dann quasi die Bremse, Gaspedal. Und sehr interessanter Preis, werden wir euch noch einblenden. Momentan können wir noch nichts dazu sagen, aber sehr interessant von der Preisgestaltung her. Auch hier sieht man komplette Metallkonstruktion überall, wo man hinschaut. Sehr wertig, nichts wackelt, nichts klappert. Die Möglichkeit besteht hier, durch eine Änderung der Hülsen den Pedalabstand zu variieren. Und ja, alles, was das Racerherz begehrt und vor allem zu einem ganz korrekten Preis. Wir wollen noch ein bisschen was zu dem Load Cell Kit sagen. Das ist brandneu designt. Der Gegendruck wird hier durch Schaumgummi und Gummimaterial erzeugt. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so realistisch aus. Wenn man aber mal drauf drückt, merkt man, dass es wirklich ein sehr realistisches Gefühl ist und auch sehr, sehr kräftigen Gegendruck erzeugt. Fühlt sich sehr realistisch an. Die neue Load Cell sitzt direkt hier oben im Pedal, das ist eine Neuentwicklung. Und Fanatec hat versprochen, dass das wirklich sehr, sehr realistisch sein soll. Wir haben es bis jetzt noch nicht getestet, das folgt dann in Kürze. Und wir werden euch dann ein Update geben, wie sich die ganze Geschichte fährt. Zeigen euch nochmal ein paar Detailaufnahmen. Drehen es nochmal ein bisschen rum. Ja, also macht einen echt wertigen Eindruck. Nochmal von unten die ganze Geschichte. Ihr hört schon, da ist auch richtig Gewicht hinter. Ja, Metall, wo das Auge hinschaut. Und eine sehr solide Konstruktion. Hier sind nochmal die Möglichkeiten für die Pedalverstellung in Verbindung mit den Hülsen. Ja, top Eindruck. Und endlich mal was, sagen wir mal, für den Normalracer auch bezahlbar ist. Wir sind gespannt. Wir schnallen es gleich mal auf unseren Rennsitz und dann werden wir euch nach den ersten Proberunden mal sagen, was das Teil so auf dem Kasten hat. Vielen Dank fürs Zusehen.